Buch über Geister, das ich auf Kindle habe, weil das ist echt geil geschrieben. Habe ich ja schon im Podcast gesagt. Da gab es am Ende diese ganzen Faktenerklärungen, was es sein könnte, was die häufigsten Ursachen sind und so weiter. Deshalb weiß ich sowas. Also, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass es Geister gibt, solange müssen wir davon ausgehen, dass es sie nicht gibt. Es gibt zwar auch keine Beweise dafür, dass es Geister nicht gibt, aber ja. Also ich bin so ein, das wollte ich vorhin sagen, das ist, ich bin einer, der, ich fordere ungern das Schicksal heraus. Also ich glaube nicht direkt an Geister, aber das ist also zum Beispiel nachts auf den Friedhof gehen, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich meine, Ja, das ist zum so, Beispiel eine Sache, die könnte ich direkt machen. wenn ich mir denke, so ein bisschen, also du musst auch das Schicksal nicht herausfordern. Also für den Fall, dass es das auch wirklich gibt, will ich jetzt nicht der, also ich würde mich zum Beispiel nicht nachts vor den Spiegel stellen im Kerzenlicht und dann dreimal einen Namen von irgendwem aufsagen, um das dann doch herauszufinden, dass es dann vielleicht aus irgendeinem Grund oder irgendwie aus irgendeiner Sachart und Weise dann doch, verstehst du? Ja, das ist halt wieder so eine Sache, das würde ich direkt machen. Ich Ich nicht. weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich schon mal gemacht habe. Ich glaube, ich war noch nie in der Stimmung dazu. Aber ich sehe da kein Problem drin, weil ich. Das ist halt wieder die Sache. Ich kenne mich halt zu gut mit dem Zeug aus. Weiß, worauf das aufbaut, so vom allgemeinen Geisterglauben und Aberglauben und so weiter her. Und ich weiß, wie genau es aufgebaut sein muss, dass es eine Art Wirkung hat. Und ich weiß auch, wie es sein muss, dass es keine hat. Ach, hör nur auf mit dem Geisterkram. Schade. Da kann ich einmal dein Thema gut. Reden wir über was anderes. Ja, Was mir auch nicht so eine Angst macht. wir waren bei Spiele-Releases. Also du meintest, Snap Gibt's was ist cool. Spannendes, was jetzt läuft? Tatsächlich ist ein bisschen was rausgekommen, worauf ich Bock hatte zum. Zu Pokémon Schwert, nicht Pokémon Schwert, sondern Pokémon Dingens haben sie das, ja, das Release-Date haben sie rausgebracht. Ja, stimmt, das ist jetzt nicht, ist jetzt nichts Neues. Ja. Erzähl mal, Aber sie worauf du haben so was Bock gezeigt hast. zum Nachfolger von Horizon Zero Dawn auf der Aha. Sony-Presse. Und da kann ich halt jetzt auch schon 100% sagen, die Leute werden enttäuscht werden. Punkt. Die Immer, immer. Leute werden enttäuscht werden. Egal, was sie erwarten, es wird sie enttäuschen. Und Grundsätzlich warum? bei Weil Spielen, wenn sie sie zu überhyped viel werden. erwarten. Weil das erste Spiel so gut war und so gehypt war. Deshalb werden sie Wir enttäuscht. mal kurz ins Bett gehen? Ist schon wieder dunkel Ich werde gerade hier. von diversen Spinnen angegriffen, also nein. Sag Bescheid, wenn du kannst. Okay, ja, das ist jetzt hier eine Stufe gegen der Falltür. Ist ungünstig. Ich werde wirklich von diversen Spinnen angegriffen. Verdammt. Wie baut man denn eine Falltür, eine Stufe gegen eine leitende Treppe gegen eine Falltür? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich muss mich hier konzentrieren, damit ich nicht drauf gehe. Ah, gut. Ich habe meine Axt wieder. So. Und wir werden ja morgen dann sehen, ob Molly überlebt hat. Morgen ist Ja, das Podcast-Aufnahme. sowieso. Also rein zur Sicherheit, ich meine, ich hab's da. Ich werde vielleicht das ein oder andere mal ausprobieren. Jetzt ist die Gelegenheit. Auch wenn ich nicht dran glaube, man muss es nicht herausfordern. Das ist genau das, was ich meinte. Ja, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast und es die Möglichkeit auch nur begrenzt besteht, und du weißt, wie du dich gegen sowas verteidigen kannst, ja, mach's einfach.
Wobei ich jetzt nicht anfangen werde, mir irgendwelche Globuli zu kaufen und plötzlich sage, Impfen ist schlecht für dich. Übrigens, gehst du endlich mal ins Bett? Ja. Bett steht hier. Aber immerhin eine gute Sache hat. Jetzt habe ich zumindest auch eine von diesen Geschichten, die ich immer wieder mal auspacken kann. Ich brauche jetzt mal wieder Pflichtenholzbrett, habe ich genug. Brauche Mein eine Schweißfeder, ich Falltür. wollte mir eine Spitzhacke machen. Oh Scheiße. Da war ein Creeper. Der Klassiker. Ich wusste schon bei Oh Scheiße. Zum Glück ist hier relativ wenig passiert. Die springen ja hier nichts mehr in die Luft. Ja, das war eine so gute Entscheidung. Die tun nur noch dir weh. Ich ein zweites Bett aufgenommen. Das Einzige, was ich so von Geistern und so weiter gehört habe, was ich so mal mitbekommen habe, weil Jo. es mal bei LeFloid im Podcast erwähnt wurde, dass du auf Poltergeister nicht ansprechen solltest, dass du die, also nach, also nach dem, also dass du mit Poltergeistern nicht sprechen solltest, also dass die mit denen nicht interagieren. Ja, Ja. da musst du auch unterscheiden zwischen Hausgeistern und Poltergeist-Phänomen, weil letzteres ist mittlerweile eher auf, also wenn du daran glaubst, immer vorausgesetzt du glaubst daran, dann ist das zurückzuführen auf unbewusste Telekinese von dir selbst. Aha, Telekinese jetzt auch Normalerweise. noch. Ja, das Ohne gehört mit Sache, die dazu. ist jetzt unbedingt. Das ist alles Bereich Parapsychologie. Alles und Aha. wie. Immer vorausgesetzt, du glaubst daran. Ich kann mit Telekinese auch herzlich wenig anfangen. Wäre cool, wenn es möglich Ja. wäre, aber Wenn du an dahin Sachen geht es noch glaubst, dann nicht. ist natürlich auch noch ein bisschen heftiger. Das ist natürlich auch noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass du das auch siehst. Ja, das kommt immer Dass du das dazu. dann einblendest, das dann. Verstehst Ja. du? Deshalb, da ist halt mein Vorgang, ich möchte mich so gut wie möglich über dieses Themengebiet informieren. Einfach damit ich weiß, muss man daran glauben oder muss man es nicht? Und meine Auffassung Müssen ist, tut man es es ist nicht. interessant, aber wenn du nicht dran glaubst, dann lass es. Da ist nichts Überzeugendes mit dabei. Meine, so wie ich bisher das von dem Thema Geister verstanden habe, könnte dir sowieso nichts. Ha, kommt drauf an. Je nachdem, was du als Geist siehst. Zum Beispiel von der katholischen Kirche aus gesehen wären Dämonen auch nur Geister. Und die können dich halt, wenn du daran glaubst, wirklich, wirklich übel erwischen. Zum Beispiel diese ganzen Geschichten von du wachst auf und hast plötzlich Kratzspuren oder du hast blutige Wände und. Ich fange jetzt damit nicht an. Ja, doch, es gehört halt Sonst dazu, ist was die nicht Frage drin. gestellt und die können dir durchaus was, wenn du das mit dazu zählst. Ich werde heute Nacht so schlecht schlafen. Ich Mit den hoff's. ganzen. Ich nämlich auch. Dir ist nicht die Scheiße passiert, dir ist nur der Stream abgeschmiert. Woran das lag, würde ich auch gerne noch wissen. Ich vermute einfach, du hattest einen kurzen Internetaussetzer. Bist auch bei Vodafone, oder? Ja, wird wahrscheinlich bei denen irgendein Problem beim Rechenzentrum gewesen sein. Ich bin auch 100% sicher, dass das einfach nur eine Leitungsstörung war bei mir. Weil das Timing war einfach zu perfekt. Ja, umso mehr macht es mehr Angst. Ja, dir Wenn es schon, zu wie fett gesagt, ist. ich bin so gut darüber informiert. Selbst wenn es tatsächlich sowas sein sollte, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Aber ich doch Also. nicht. Ich würde die Panik kriegen, wenn da jetzt irgendwas bei mir passiert. Ein Licht flackern Ja, oder so weiter, du, das so. ich hab nicht behauptet, nur weil ich vielleicht mal das ein oder andere Schutzding aus einem der diversen Bücher, die ich habe, ausprobiere, heißt das nicht, dass ich nicht eins der großen Küchenmesser direkt neben mir liegen haben werde heute. Und wer weiß, ob das dann alles im Endeffekt hilft, wenn es auch so letztendlich. Das gilt's rauszufinden. Jetzt ist die Möglichkeit.
Ja, vieles der Innenausstattung hier kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich die Zauberbücher hier noch gar nicht, die Bücherregale gar nicht Ah, habe. du hast die Zauberbücher noch gar nicht, wo wir beim Thema waren. Die Bücherregale und so weiter, was jetzt hier alles. Ja. Papier haben wir aber mehr als genug. Ich habe hier eine Farm. Bücherregal, also gehört jetzt hier zur Inneneinrichtung mit dazu. Ah ja, Zaubertisch hier auch, oder? Ja, Zaubertisch und Bücherregal. Wo wir gerade beim Thema sind. Hast du einen oder? Einen Zaubertisch habe ich nicht. Ich hätte aber Obsidian und Diamanten muss ich dann nachher noch finden. In echt Aber hättest ganz du ehrlich, einen. wo kommt das zweite weiße Bett her, was ich aufgenommen habe? Das ist schon wieder so eine Sache. Ich hatte kein zweites weißes Bett dabei. Ich hatte eins zum Reisen und eins für Wohnung hier. Magie. Die Dämonen haben es dir Die beschert. sind in mein Minecraft gefahren und haben mir ein weißes Bett gegeben. Das soll ein Zeichen sein. Ja, ich vermute einfach, du hast es irgendwann weggeschmissen und ich bin zufällig durchgelaufen oder sowas. Das kann auch sein. Für die Oder ich meisten habe einfach Sachen. vergessen, dass ich ein zweites Bett gemacht hatte. Für die meisten Sachen gibt es ganz logische Dinge. Muss Ja. man nicht immer den Teufel in der Wand malen. Nee, das sowieso nicht. Oder was auch sehr beliebt ist, man muss auch nicht gleich irgendwelche Quantenphysik-Scheiße reinziehen. Das ist nämlich ein Thema, da würde ich mich gern auskennen. Tue ich absolut nicht. Ich Weil ich sag weiß. zwar, es gibt kein Zufall, aber manchmal. Es gibt keine Zufälle. Das wurde, soweit ich weiß, nachgewiesen. Aber manches ist vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob man es mit Zufall erklären kann, aber irgendwie. Ja, ich meine zum Beispiel, dass das bei dir so schnell hintereinander passiert ist. Also, dass der Anruf und die Sache und so weiter, das ist dann halt einfach unabhängig voneinander passierte Sache. Das ist halt dann vielleicht doch Ja, ein bisschen aber Zufall. soweit ich mitgekriegt habe, gab es ein Experiment, das zweifelsfrei oder mit Zweifel nachgewiesen hat, dass es keinen Zufall gibt, sondern dass alles teilweise von Beobachtungen und so weiter beeinflusst wird. Es war, Das glaube ich. eine. Das muss nicht unbedingt miteinander zusammenhängen. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt, Ja, klar. kann halt wirklich ist. Muss es nicht, aber es ist halt schon. Sagen wir einfach, es ist es wert, dass ich auf jeden Fall jetzt auch so eine Geschichte erzählen kann. Und dass sie live bei dir im Stream und in der Aufnahme mit dabei ist, das hilft auch. Was soll das helfen? Zu beweisen, dass ich nicht irgendeine Scheiße erzähle. Wieso, was soll. Ja, wenn es halt mal zu dem Thema kommt, kann ich sagen, jo, während der Minecraft-Aufnahme hatte ich einen Internetausfall, der komplett seltsam war, weil irgendwie nur YouTube bei mir nicht lief. Das sind Fans. Gleichzeitig ist ihm der Stream abgeschmiert und danach hatte ich einen Anruf, bei dem nur Atmen zu hören war. Was soll jetzt passieren? Ja, nix, aber ich habe zumindest eine Geschichte und ich kann beweisen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Zumindest, oder zumindest, dass ich mir sehr lange schon ausgedacht Wenn du habe. heute Nacht ermordet wirst, kannst du beweisen, dass du dir das nicht ausgedacht hast. Viel Das wird nicht Spaß. passieren. Ich bin viel zu gut vorbereitet auf so eine Scheiße. Macht man hier nochmal Fans? Weiß ich nicht, ich glaube mit Stöcken und Holz. Und vor allem, was auch noch hilft, ich habe einen extrem leichten Schlaf. Das heißt, wenn irgendwas Habe ich auch knackt extrem. oder so, ich bin wach und wenn ich mir ein Messer neben dran gelegt habe, dann ist das innerhalb von einer Sekunde in meiner Na, pass Hand. auf, dass du nicht damit, dass du da nicht damit erstochen wirst. Wenn das Messer neben dir liegt, dann ist dann halt, Mit Sicherheit nicht. Ich, dann ist da habe auf ich einen eine sehr Angreifer gerüstet amerikanische werden. Einstellung. Bin ich bewaffnet, kannst du mir gar nichts. Waffen, die du hast, können auch gegen dich verwendet werden. Grundsätzlich ja. Ich habe ja keine Shotgun bei mir. Wenn du schnell genug reagierst und er dann. Dann hat der Gegner auf einmal das Messer in der Hand. Jo, ich wäre dann wahrscheinlich. Tja, ich wüsste nicht, was bei mir passieren würde. Ich habe ja Angst vor Einbrechern in gewisser Weise irgendwie. Bin auch Ja, ein du bisschen hast. paranoid. Du hast zum Beispiel Angst vor Einbrechern. Ich halt nicht so in dem Maße. Weil ich für mich zumindest gesagt habe, bist du auf meinem Eigentum, bist du, und ich will dich nicht, bist du praktisch tot.
Die Einstellung. Ich Ja, hab, ich nehme da auch echt keine Rücksicht, wenn da irgendwer bei mir mal einbricht. Ich gebe da alles. Ich ich wüsste nicht, steche wie auf ich mich den im ver ich Zweifel wüsste ein oder nicht, wie ich sonst mich was. verteidigen könnte. Ich puh, ja. Deshalb habe ich auch in meinem Zimmer hier einige Messer liegen. Und damit meine ich Taschenmesser, die legal sind. Und das meine ich wirklich. Ich habe nur Ja, Taschenmesser. Küchenmesser sind ja auch legal, wenn du die in Ja, zum Beispiel. der Küche benutzt. Sowas halt. Alles im legalen Rahmen, aber ich bin bewaffnet und wenn du bei mir einbrichst, ich bin auch bereit, die zu benutzen, wenn es ums Leben geht. Ist man ja letztendlich immer. Na, nicht immer. Wenn du. Es gibt Leute, die unter Stress eher dazu neigen, abzuhauen. Ich bin derjenige, wenn mich so ein Horrorclown erschreckt hätte, ich hätte ihm volle Kanne in die Fresse geballert. Ja, Aber so richtig. letztendlich auch. Ich würde dann natürlich nicht. Ja, Ich kann mich aber nicht super verdecken. Ich habe spannend. jetzt. Ich kann mich nicht verdecken. Ich würde erstmal die Flucht ergreifen. Das ist. Ich meine, das ist. Ich bin ja keine Muskeln, keine. Ich weiß auch nicht, wie man ein Messer bedient. Wie man. Das ist halt Ja, du rennen. schon. Ich dagegen, ich kann halt sagen, dass ich das machen würde, weil. Gut, ich wohne auch in einem Mehrfamilienhaus, wenn ich laut genug schreien würde, wenn ich am Spieß brüllen würde, dann hoffe ich mal, dann muss man mal hoffen, dass die Nachbarn rechtzeitig drüben wären, dass sie die Türen rennen würden. Ja, gut, ich habe ein Einfamilienhaus hier. Also, Vielleicht ist ja. doch dadurch ein bisschen. Ja, vermutlich. Aber ganz ehrlich, ich kann halt sagen, dass ich so reagiere, weil ich habe schon so reagiert, als ich auf offener Straße von so einem scheiß Dackel angegriffen, in Was würde ich jetzt hier Anführungszeichen, machen? Achso, was wurde. essen wollte ich? Auf jeden Fall, der Hund kommt angeschossen, mit Hast du Zähnen ihn raus und erstochen oder alles. was? Nee, ich bin einmal kurz zurückgezuckt und wollte dann gerade zutreten, dann wird der Hund von seinem Besitzer zurückgerufen und sich entschuldigt. Also ich war drauf und dran, das Vieh auf die Straße zu treten, und zwar Hast du richtig. gerade ein Bett in der Nähe? Ja, immer. Kurz mal schlafen. Dann schreib mir mal, ob heute, halt mich mal auf Discord, dann auf Update, ob bei dir noch was passiert irgendwie. Meine, wenn sich jetzt nichts mehr tut, dann hat sich das, dann ist dann halt einfach. Was für Leitungsfehlfunktion. Was ich Ich sowieso meine, vermute. ich kenne mich mit Geistern nicht auf, aber ich meine, wenn da wirklich was, irgendeine böse Kraft was von dir wollen würde, dann würde sie sich nochmal melden im Laufe des Abends. Und ich kenne mich aus und Noch nie würde mein sagen, Bäcker. weißt du was? Leg mich am Arsch. Wenn ich dich erkenne, dann bist du praktisch schon Okay, ich weg. gehe mal kurz zum Wecker, den Wecker ausmachen. Mach das. Wenn ich schreie, dann ruft die Polizei. Ich rufe Ruf die bei mir Hilfe. an. Sie sollen mir bitte Kaffee vorbeibringen. Ein Kollege wird gerade am anderen Ende von Deutschland umgebracht. Ist ja hier nur mein Zimmer. Alles klar. Alles okay, hast du überlebt? Ja, wieso sollte ich nicht überlebt haben? So, jetzt kommen Hauptsächlich wir ist Fichten nur zum Planken. Inventar. Ist eine interessante Art, mit Zöllen umzugehen. Hier. Interessante Elend, hier Bauart. wird ein gebaut. Hier Komm mal kurz rüber. für einen Pfeiler mitten in der. Ja, ich komme mal kurz rüber und guck's mir an. Eins, zwei, drei, hinter dem dritten. Eins, zwei, drei, also hier. Als Pfeiler mitten in der Bude drin. Dann zeig mal. Ach so, Das ja. ist ein Zaun, das ist ein Stück Zaun, das ist halt einfach Ja, ich weiß. eine interessante Sache. Das. Und hier gehört Blende sehen.
Hier Sieht halt aus. gehört eigentlich ein großes Regal hinter, also in die Lücke, eine Aussparung hier. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass die Wände aus Sand sind? Nö, ist ein gestalterischer Grund. Ja, weil ich finde das ehrlich gesagt, das sieht. Es sieht ein bisschen sehr nach Pyramide aus hier drin. Ja. Die Decke ist aber schick. Das sind Falltüren. Sieht halt Doch, mehr das nach merke ich Natur, mir. sieht halt ein bisschen natürlich aus. Sind alles Falltüren hier. Den Falltüren merke ich mir. Übrigens, du hast, glaube ich, einen Creeper hier draußen. Nein, das war nur eine Melone. Das sind wieder Zeugen Jehovas da draußen. Nee, es waren die Melonen Jehovas. Alles gut. Vielleicht war es auch die, die angerufen haben, wer weiß. Gerüchelt haben. Es waren so alte Rentnerpärchen. Als Rentnerpärchen. Eigentlich wollte sagen, haben sie heute schon an Gott geglaubt und ist dann gerade noch ein Herzinfarkt bekommen. Also Hat waren es sie doch Geister. gut geglaubt. Ich würde lachen, aber wir haben hier relativ stark die ganze Sekte in der Gegend vertreten. Ich war sogar mit Okay, was soll das mehreren jetzt von sein? denen in der Grundschule, glaube ich. Irgend sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit mehreren aus christlichen Sekten in der Schule war. Braune Wolle, oder? Jetzt Eine Wolf drin, wirklich? braune Wolle. Ist das nicht ein bisschen zu stark? Und zwar hier kommt das Und ich bin rein. in das eine Loch gefallen. Warum fällt man immer in das eine Loch? Und zwar hier. Stooped Dark Oldwood. Ne, was heißt denn Stooped Dark Oldwood? Schwarzeichenholz. Was Eichenholz? Schwarzeiche. Schwarzeiche. Hast du welches davon? Eichenstamm? Ne, ich habe nur Eiche. Was geht vielleicht auch? Ansonsten Schwarzeiche haben wir überall hier in der Gegend. Sieht auch nicht falsch aus. Ich glaube, Prof müsste auch irgendwo noch Schwarzeiche gepflanzt haben. Ist ja wurscht. Ja, ich guck mal eben die Baumfarm durch, falls wir Schwarzeiche haben. Ja, ich glaube, ich sehe schon welche. Muss auch nicht. Sieht auch ein Eiche aber gut aus. Ist ja hier nur Oder hier. sind es nur große Eichen? Das sind nur große Eichen gewesen. Ah, hier ist Schwarzeiche, hey. Glaube ich zumindest. Ist das? Nee, ist nur Eiche. Nur Eiche im Schatten. Irgendwo hier hat er noch Schwarzeiche gepflanzt gehabt. Weil er auch dringend für sein Haus welche brauchte. Jetzt brauche ich noch eine verdammte Treppe. Ah ja, hier sind nur halb abgebrannte Eichen. Fichtenholz, Bretter. Ich mach mal eben meinen Berg weiter. So, und jetzt kann ich auch mal gucken, ob die Melone überhaupt funktioniert. Was macht man mit glitzernden Melonenscheiben, wenn man die nicht essen kann? Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Da brauche ich noch jede Menge Moment, die werden wahrscheinlich Fichtenholz. deaktiviert sein. Haben wir noch eine große Fichte dort, die kann ich mal abbauen. Mach das. Apropos, warum funktioniert die Playlist jetzt eigentlich nicht mehr? Stimmt. Haben auch die Geister gemacht. Bei mir ja, aber bei dir nicht. Ich habe Ja, ja Netzwerk. deswegen. Ja, das war das Internet. Bei mir Netzwerküberschreitung. Das war die Ursache des Streams. Gab es bei mir kurz einen Internetausfall. Netzwerküberschreitung, ja. Ja, das ist tatsächlich. Ja, das wird die Ursache gewesen sein. Also hab. Wahrscheinlich hat dein Nachbar Haben wir zu den viele Grund? Pornos runtergeladen gleichzeitig und hat deshalb ganz Vodafone Deutschland ausgeschaltet. Da gab es kurz einen Vodafone-Fehler. Ah, da haben wir Ja. das Grund. Da haben wir den Grund. Also werde ich diese Nacht nicht sterben.
gerade, Moment, es gab einen Vodafone-Fehler. Muss ja, das ist, ich meine, wenn's. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Kannst ja mal nachgucken. Wäre eine Erklärung. Weil bei mir auch die Playlist hat ja gestoppt, weil das Internet kurz weg war. Muss bei mir wirklich kurz das Internet weg gewesen sein. Okay, die Eiche wollte ich ab. Den Baum wollte ich abbauen. Ja, gab es. 5. Juni 2021, 22.07 Uhr, 3 Meldungen. Das passt hier ziemlich, hier das passt ziemlich genau. Passt ziemlich ja, genau. Das passt ziemlich genau. Guckst du mal nach Leipzig, ob das auch in Leipzig war? Wenn es in Leipzig auch war. Ich guck mal eben für Leipzig nach. Moment. Dann passt es, wenn das auch für Leipzig gilt. So, Leipzig. Um 22 Uhr 6795 Meldungen. Selbe Zeit. Dann wissen wir, was passiert ist. Dann wissen wir, was passiert ist. Keine Geister oder sonst was. Wobei, beim Anruf muss ich noch checken. Wahrscheinlich war trotzdem Leitungsversagen. Einfach nur unfähige Mitarbeiter. Wahrscheinlich hat der Praktikant wieder Kaffee auf den Server geschüttet oder so. Ja. Um 23 Uhr. Der Praktikant muss Überstunden machen und hat dann ist eingepennt und hat den Kaffeebecher entleert. Vielleicht war es auch wie bei der letzten Staffeltour in Half Man und einfach ein Mitarbeiter hat aus Versehen auf Unternehmensserver seine 10.000 Stunden Bonus runtergeladen. Und Server damit gesperrt und so. Ach, das ist Seppis Bärenbusch-Sache hier. Ja, seine wahrscheinlich Monsterfarm, wenn ich raten müsste. Da, wo der große Baum steht, meine ich. Ja, vermutlich. Also entweder hat er Bären gefarmt oder... Wieso ist der so riesig, der Baum hier? Was ist mit dem passiert? Welcher? Könnte sein, dass es Dschungelholz ist. Nee, das ist kein Dschungelholz. Das ist Fichte. Eine übernatürlich große Fichte. Zeig mal, wo bist du denn? Ja, die siehst du oben auf dem Berg. Die baue ich gerade ab. Da ist nur noch die Krone von zu sehen. Zum Berg. Wir haben Händler? Ich weiß nicht. Cool, wir haben einen Händler. Der absolute Scheiß verkauft. Nice. Ich glaube, uns ist ein Händler im Schafsgehege gespawnt. Mhm. Geil. Dann leih ihn mal schön an. Der ist angeleitet, der kommt da nie wieder raus. Dann gib ihm einen Job. Das ist ein Händler, der hat einen Job. Okay. Aber er hat auch zwei Lamas. Cool, wir haben zwei Lamas und ein Händler im Schafsgehege. Ich wusste gar nicht, dass das passieren kann. Okay, jetzt habe ich wieder 31 Fichtenholz. Nice. Das reicht jetzt für eine Weile. Okay, den Baum ganz abgeholzt kriege ich jetzt nicht. Ist zu dunkel dafür. Weiß, ich muss nur den Weg nach unten finden. Muss ich jetzt mal sagen. Wie insane sind denn bitte die Server von Discord, dass sie sogar einen kompletten Internetausfall durchhalten, ohne dass die Verbindung verloren geht? Hm. Vielleicht ging sie ja kurz verloren, bloß dann schnell wieder rein. Au. Ist sie ja nicht. Das hatte für 2 Sekunden oder so einen Stotterer und dann ist alles gut gewesen wieder. Hm. Also wie krass sind denn bitte die Server von denen? Also wenn ich mal kompletten Ausfall habe, dann ist bei mir auch Discord dicht. Ja klar, so bei mir normalerweise auch, aber heute war es ja nicht so. Es war ja ein kompletter Ausfall bei mir. Ist ja auch definitiv auf Vodafone, haben wir jetzt herausgefunden, ist ja auch definitiv darauf zurückzuführen. Ja, ist es. Können wir jetzt feststellen, das hat jetzt definitiv nichts mehr mit Geistern zu tun. Na, das weißt du nicht. Vielleicht ist zufällig ein Vodafone-Mitarbeiter gerade gestorben. Ja. Einfach so ein 80-Jähriger, der das Unternehmen siehst du, das, was baut ihr hier für Scheiße? Siehst du, das meinte ich vorhin mit, es lässt sich alles am Ende auf irgendeine Sache zurückführen. Wer von uns hat von Anfang an gesagt, es wird wahrscheinlich Leitungsproblem sein. Schreib mir nochmal, ob du, wenn du rausgefunden hast, was das mit deinem Ding jetzt hier mit deinem Telefon war.
Vielleicht klärt sich das dann auch auf mit dem. Ja, wie gesagt, es wird eine Leitungsding sein. Es ist jetzt nicht das erste Können wir Mal, dass gerade mal sowas schlafen passiert gehen? ist. Ja, das Ist passiert ein Bett eigentlich in der öfter Nähe? mal nach irgendwelchen Abbrüchen oder Ich habe hier irgendwelchen gerade Problemen. zwei Spinnen vor meiner Tür. Das ist halt echt. Wow, zwei. Das ist guter Faden für Die dich. sammeln sich da wirklich. Die sammeln sich da vor alle vor meiner Die Tür. sammeln sich. Vielleicht sollst du einen Bärenbusch pflanzen in der Ecke. Und die Zeugen von Jehova wieder. Das ist hier. Ah, Zeugen Creeper Jehovas sind. hier wieder. Und ihre Die Spinnen. alten Creeps. Hier zwei Oh, guck Spinnen mal, über guck mal, meine. Fleck. Ich habe hier gut Quadratmeter gemacht. Holy shit. Ich brauche aber einen Erdblock. Bleib draußen. Prügel die gerade mit dem Stock. Das kann ja ein Weilchen dauern. Bist du mit Stock. Nice. Wenn der Schuh mal nicht zur Hand ist, dann muss es auch einen Stock tun. Ich scheiß Spinnen. Oh, Faden. Sehr schön.